So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Golden Sun. Wir haben im letzten Part mit Ivan Enthüllung gelernt. Eine sehr nützliche Synergie. Habe ich hier die Kiste schon geöffnet? Habe ich, gut. Haben noch ein klein wenig Hintergrundstory bekommen, eine mysteriöse Dame kennengelernt, von der wir halt Enthüller gelernt haben. Wir begeben uns jetzt aber erst einmal hier zur Seidenstraße. Und da sehen wir auch schon den verletzten Hasu. Und ich habe deinen Namen vergessen. Okay. Wie man hier vielleicht etwas erkennen kann, befinden sich da Punkte auf dem Boden. Und das zeigt hier, gibt es eine Höhle, die man nur mit Enthüller entdeckt. Hasu, bist du in Ordnung? Meister Lama, es geht mir gut, aber die Felsen, ich kann mich nicht rühren. Hasu scheint unverletzt zu sein. Du bist sicher glücklich, Feizi. Ja, danke, Meisterin, aber wie können wir ihn befreien? Ich weiß es nicht. Und hier kommen wir dann ins Spiel. Wir haben ja in den Ruinen von Altin irgendein bestimmtes Item bekommen, weiß nicht, wie das jetzt hieß, den Schwebstein. Und mit dem können wir jetzt mittels Telekinese diesen Felsbrocken von seinen Füßen heben. Luffy, hast du den Felsen bewegt? Der Felsen, er schwebt! Schnell, Fizzi, wir müssen Hasu rausziehen. Mach dich bereit, Hasu. Ich werde gleich ziehen. 1, 2, 3. Oh Gott, so schwer kann das nicht sein. Wir haben es gleich. Noch ein Stückchen. Hält's noch durch, Luffy? Natürlich. Der Felsen wird jetzt Ewigkeiten schweben, solange wir das Areal verlassen. Da müssen wir uns gar nicht groß drum kümmern. Wir haben es geschafft, Meisterin Hammer. Hast du es frei? Wir haben es geschafft, Felsi. Danke, Luffy. Wir müssen Meister Fee kontaktieren, damit er sich um Hasu-Verletzung kümmern kann. Ich werde ihn auch bitten, die Felsen aus dem Weg zu räumen. Ausgezeichnet. Wenn die Seilenstraße blockiert bleibt, werden alle leiden müssen. Okay, und das war's auch schon. Adepten, lasst mich noch einmal danken. Ich bin euch wirklich dankbar. Ich hätte nicht erwartet, dass ihr uns helfen würdet. Ich dachte, ihr könnt in die Zukunft gucken. Nein, Meisterin Hammer. Wir sind diejenigen, die dankbar sein müssen. Danke, dass du mir die Kraft der Enthüllung verliehen hast. Aber was du sagtest. Was ist, Ivan? Ich hab's nicht so mit Stimmen. Stille. Ich war es, der vorgeschlagen hat, euch zu helfen, nicht wahr? Ja, genau du, Garrett. Du wolltest, dass wir weitergehen. Nein, Garrett. Du wolltest, dass wir weiterziehen. Luffy, mir. Lass mich nicht mit dem Deppen dastehen. Keine Sorge, Garrett. Ich nehme es dir nicht übel. Gute Reise, meine Freunde. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Das hat er sie immer noch nicht gefragt. Na gut, Eva. Wolltest du Meisterin Hammer nicht fragen, was sie vorhin meinte? Wir wissen nicht, wann wir Meisterin Hammer wiedersehen werden. Luffy, glaubst du nicht auch, wir sollten Meisterin Hammer fragen, was sie meinte? Eigentlich schon, ne? Siehst du, wenn es dich bedrückt, solltest du einfach fragen. Vielen Dank euch allen. Es ist besser, wenn wir jetzt gehen. Ja. Was meinst du damit? Nachdem Meisterin Hammer diese Worte ausgesprochen hatte, konnte sie mir nicht mehr in die Augen schauen. Das macht mich nur noch mehr neugieriger. Macht mich nur noch neugieriger. Blablabla. Macht euch keine Gedanken. Ich glaube nicht, dass ich es mir sagen würde, selbst wenn ich sie direkt darauf anspreche. Nun, es ist nur... Meisterin Hammer wird es mir sagen, wenn unsere Mission erfüllt haben. Daran muss ich glauben. Okay, Problem gelöst. Bekommen haben wir jetzt noch nichts. Den Lohn bekommen wir im zweiten Teil dafür. Ja, wir hätten das jetzt auch auslassen können, dann wäre irgendwann die Seidenstraße geräumt worden und wir hätten das nicht mehr machen können. Wir begeben uns jetzt aber erst einmal in die Wüste von Lamakan.
und man kann schon von den Luftverwirbelungen sehen, dass es hier ziemlich heiß. Und man sieht auch links eine kleine Leiste. Und sobald ich den Sandboden betrete, steigt diese Leiste ziemlich schnell an. Ja, diese Texte kommen jetzt immer mal wieder. Ist nichts Besonderes. Ja, was sagt diese Leiste? Diese Leiste füllt sich, wie gesagt, wenn wir auf Sand laufen. Und wenn diese Leiste voll ist, bekommt jeder aus der Gruppe ziemlich viel Schaden zugefügt. Ich glaube, das ist unterschiedlich. Und in diesen Oasen, die wir nun mit Enthüller entdecken können, wird die Leiste wieder auf 0 zurückgesetzt. Auf Kämpfe hat das keinen Einfluss, aber es ist schon höchst unangenehm, wenn man ständig irgendwelche Schaden bekommt. Und man sollte auch aufpassen, die Steinkreise zeigen zwar, nein, nicht Eis, sondern Tod. Nein, habe ich nichts Besseres? Oh, ich hätte eigentlich inzwischen schon was anderes haben sollen, aber okay. Ja, diese Steinkreise, die wir gesehen haben, weisen zwar immer auf irgendwas hin, das muss aber nicht zwangsläufig eine Oase sein. Wir haben hier gerade einen Synergie-Stein gesehen und es kann tatsächlich auch sein, dass sich dahinter ein Gegner verbirgt. Und zwar ein ziemlich starker. Deshalb sollte man sich nicht direkt in die Mitte stellen, ansonsten sieht man ziemlich doof aus. Also, na bitte, geht doch. Am besten stellt man sich irgendwo so am Rand. Und dann wird man noch nicht sofort von diesen Ameisenbären, die da teilweise hinterstecken, eingesogen. Ja, ich weiß. Hier müsste eine Kiste sein, ja. Mit der Vulkanaxt. Baba! Und die geben wir jetzt am besten einfach mal ihm. Ja, ist ein schönes Schadensplus. Da haben wir eine Rauchbombe. Na egal. Was? Was für eine Waffe hat er? Ein Claymore. Ich weiß nicht, ob vielleicht... Na, ich lasse es lieber. Also... Die Arktisklinge ist vom Element her ja schon Wasser. Das heißt, es wäre hier vermutlich noch am effektivsten. Aber ich lasse es einfach so, wie es ist. Na, komm schon. Oh, die Leiste ist ziemlich voll. Jetzt wäre eine Oase ziemlich gut. Also nebenbei merkt, sind die Gegner hier auch ziemlich stark. Sollte man vielleicht auch ein klein wenig drauf achten. Ja, ihr habt gesehen, die Vulkanaxt hat ziemlich wenig Schaden gemacht. Liegt einfach daran, ach, die Segen, natürlich. Dass die Vulkanaxt auch vom Grundangriffstyp her mit Maß belegt ist. Deswegen macht Garrett jetzt auch mehr Schaden. Obwohl Luffy eigentlich einen höheren Angriffswert hat. Ich mache das einfach so mit der Axt. Und puh, der war knapp. Gut. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut, fällt mir gerade ein. Das ist doof jetzt. Das Schöne an dieser Wüste ist, sie kann ziemlich lang sein, wenn man wirklich alles finden möchte. Sie kann aber auch ziemlich schnell durch sein, wenn man sich wirklich nur aufs Durchlaufen konzentriert. Ja, danke. Hier müsste ein Ameisenbär drin sein. Ja. Dann ist der nächste Steinkreis eine Oase. Und ich könnte, glaube ich, mal... Eine faire Verschwendung. Gut, damit wäre der erste Bereich abgeschlossen. Das ist hier jetzt der Hauptbereich. Das ist eine riesige Sandfläche. Mit einigen schönen Sachen drin. Und hier irgendwo befindet sich auch ein Jupiter-Gin. Und den möchte ich natürlich haben. Und noch ganz viele kleine Kisten und was nicht alles. Alles, was der Mensch nicht braucht, aber davon schon ganz schön viel. Da ist irgendwas... ja, Kämpferbienen. Nein! Das war jetzt ziemlich doof. Schön. Ja, und du greifst dich an, weil ich den falschen anvisiert habe. Gott, wie viel halten die aus? Ist... Ne, da unten war gar nichts. Okay. Man sollte vielleicht noch ein klein wenig mit
Ivans Synergie aufpassen. Ah, da ist der Jupiter-Djinn. Ach, gegen den müssen wir nicht mal kämpfen. Das ist schön. Und direkt daneben natürlich der Ameisenbär, der wartet. Jetzt möchte ich aber kurz nochmal in die Oase. Unsere Hitzeleiste blinkt schon wieder komisch. Und dann möchte ich euch mal kurz zeigen, was passiert, wenn man mit den Kreisen nicht aufpasst. Ja, ach so, natürlich, ich habe den Djinn noch gar nicht. Ach, ich heile mich am besten jetzt besser mal. Das war dumm. Okay, jetzt geht die Echse kaputt und die Kämpferbiene bleibt. Ich hätte mit Luffy die Kämpferbiene angreifen sollen. Aua. Ja, mit sowas muss man rechnen, wenn man Fehler macht. Da kann ich mich direkt noch mal heilen, sehr schön. Das war jetzt auch falsch. Ich mache dumme Fehler. Okay, es passt noch. Ich möchte... Ja, gut. Der geht an dich und verbünden. Und was bekommen wir? Magischen Mantel. Das ist eine schöne Synergie. Ach so, da. Ja, und wenn wir jetzt da gestanden hätten, hätte sich der Ameisenbär direkt gefreut. Oh, ich hasse diese Teile. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich glaube, ich habe schon wieder einen dummen Fehler gemacht mit Garretts Waffe. Aber da muss ich mal schauen. Hau einfach mal drauf und schau, was passiert. Okay, ich müsste mit der Arktis-Klinge einigermaßen funktionieren. Ansonsten gucke ich eigentlich ziemlich doof. Weil ich gar nicht weiß, ob... Nö, okay. Die Arktis-Klinge hat also keine Grundverzauberung. Das ist wirklich nur die Beschwörung, nein, die Entfesselung, die Merkur basiert ist. Das heißt, ich kann ihm auch das stärkere Claymore geben. Na. Na. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das könnte man irgendwo erkennen, ob eine Waffe grundsätzlich jetzt irgendwie Dingens da hat, ein Element hat oder nicht. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Egal. Weiter nach oben oder... Nee, ich kühle mich lieber noch mal ab. Hole ich jetzt noch die Kiste und laufe ich direkt durch? Das ist jetzt eine ziemlich gute Frage. Dann Oase. Kämpfen, 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 kämpfen. Ich hasse es. Vor allen Dingen sind diese Gegner jetzt auch nicht so spannend. Oh, sind Merkur-Elementari, Würmer. Und du bist ein Synergiestein. Halleluja. Sehr schön. Das heißt, wir können es einmal voll heilen. Der Synergiestein kommt übrigens auch bei jedem Besuch hier wieder. Also kann man sich da auch permanent hochheilen. Oase, Oase, danke. Und hier müsste jetzt irgendwo eine Kiste sein. Nein. Lass mich raten, die Kiste ist ganz hinten und wir werden dafür gleich Schaden bekommen. Natürlich, eben gerade waren wir im Vorteil. Aua, Giftstachel. Okay, er war schon gelähmt. Lähmung ist ein ziemlich blöder Zustand. Einfach drauf haben mit Synergie. Da Garrett jetzt eh nicht angreifen kann, ist das wohl das Beste. Und zumindest, ja. Die Bienen sollten damit schon mal kaputt sein. Und der Ork auch. Haltegriff, okay, das ist... Haltegriff spricht einfach nur Synergiesiegel auf unsere Gegner. Glückspfeffer, dafür habe ich das jetzt gemacht, ja. Finde ich eigentlich eher weniger wirkungsvoll, denn bei Gegnern, wo sich das lohnen würde, klappt es nicht. Aber jetzt habe ich es passieren lassen. Ja, das gibt ordentlich Schaden. Und hier ist ein Ameisenbär. Ich habe kein Glück. Aber ich hoffe mal, er überlebt es jetzt nicht, wenn wir alle draufhauen. Na komm, die Flammenwand muss so sein, wa? Und er überlebt es natürlich. Und ich glaube, dann kann ich den Party auch gleich beenden. Was bitte?
Wenn ich denn hier gleich mal den Ausgang gefunden habe aus dieser Gegend. Nämlich hier. Ach, Sandfälle. Könnte ich den Part auch beenden? Denn wir sind eh gleich beim Boss. Und das kann ich euch dann beim nächsten Part zeigen. Ich bedanke mich an dieser Stelle wieder mal fürs Zusehen und sage bis dann.